Fortellet noch mal. Wo ist unser Geld? Unser schwer erarbeitetes Geld. Wo ist das? Wo ist das? Du, wir zahlen 883 Milliarden im Jahr an Steuern. Wo ist das Geld? Was macht der Fiskus damit? Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Knolte. Ja, tolles Thema, ne? Geldverschwendung. Und wo bleibt unser Geld? Und wo ist unser Geld? Und was machen die damit so, ne? Knolte, komm runter. Du weißt doch, es kostet alles. Guck mal, der Staat, wie viele Mitarbeiter hat der? Wie viele Gebäude hat er, die unterhalten werden müssen? Wie viele Straßen muss er reparieren? Ja. Du hast wieder Ausreden. Ausreden für die Köpfe. Ja, das hast du wieder. Ausreden. Guck mal, du sagst die Löhne. Ja, wie viel ist denn das? Mit Sicherheit eine ganze Menge. Lass uns nur mal rechnen. Die hätten jetzt so, sagen wir mal, 180 Milliarden. Nur an Löhnen und Lohnnebenkosten so, ne? So viel ist das nicht, aber rechnen wir trotzdem mal. Bleiben immer noch 700 Milliarden. Dann nimmst du mal die ganzen Gebäude. Ja, Miete zahlen die ja nicht, ist ja alles Eigentum. Aber so die Nebenkosten, Strom, Gas, Wasser, ach nee, warte mal. Strom nicht, die müssen ja eine Wärmepumpe einbauen, ne? Also, jetzt sagen wir einfach mal, rechnen wir nochmal hoch. Da gehen ja nochmal 200 Milliarden hin, jedes Jahr. Ja, da bleiben noch 500 Milliarden über. Und die fließen mit Sicherheit nicht in den Straßenverkehr. Guck dir doch die schrottigen Straßen an. Schlaglochrally, alle Brücken im Arsch, ja. Eieieiei, und was ist mit den Flüchtlingen? Du weißt doch, was die kosten. Jeder einzelne Flüchtling kommt am Tag mit 1000 Euro nicht hin. Ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Da war ich nämlich bei so einem Kunden, ne? Den musste ich beliefern. Und da war ein Flüchtlingsheim dann, ne? Und die hatten alleine in diesem Flüchtlingsheim, das war wohl so mal eine Jugendherberge, die sie dann umfunktioniert haben. Da war erstmal jede Menge Wachpersonal, dass sie keiner klauen tut. Und dann hatten die 5 Köche. Ja, für die Flüchtlinge. 5 Köche. Die wollen natürlich auch Geld verdienen. Aber das habe ich ja schon mit den 150 Milliarden verrechnet. Staatsbedienste in dem Moment, ne? Ja. Also die kosten richtig Geld, weil die 5 Köche hatten auch noch Beiköche und Tellerwäscher. Ja, und so selber mal was holen oder was machen, tun die nicht. Die kriegen auch noch richtig schöne Bedienung dabei, ne? Ja, Flüchtling muss man sein. Ja, aber guck mal, bis jetzt haben wir gerechnet, bleiben 500 Milliarden offen. Komm, ich hau nochmal 200 Milliarden raus für Flüchtlinge. Dann hau ich nochmal 100 Milliarden raus für Straßensanierung. Bleiben immer noch 200 Milliarden. Wo ist das Geld, verdammt nochmal? Wo wird das veruntreut? Ja, guck dir doch die Baerbock an. Die hat doch jetzt alleine mal wieder, weil sie sich fehlverhalten hat in Afrika, 300 Millionen dagelassen. So als Wiedergutmachung. Nee. 300 Millionen, das sind Peanuts bei 883 Milliarden. Peanuts sind das. Die kann mir nicht erzählen. Aber wenn du mal so hochrechnest, mal in Afrika, mal da, mal da, mal da. Und überall macht das Portemonnaie auf. Unser Geld, was sie da hin verschleudern. Ne, unser Geld. Ja, eigentlich muss man sich wirklich mal richtig schlau machen, wo das Geld bleibt. Was sie damit machen, weil die Steuereinnahmen. 883 Milliarden Euro. Die reichen nicht. Seid ihr wahnsinnig? Die reichen nicht. Da müsst ihr noch Schulden machen. Oh. Ja, ich muss auch mit meinem Geld haushalten. Verdümmelt noch mal. Wenn ich jeden Monat und jeden Monat und jeden Monat neue Schulden machen täten würden tun, ne? Ach, da macht wieder einer Krach. Ja, dann aber. Dann kommt irgendwann dieser Vollzieher da vom Gericht, ne? Und bewahrt bis hin zur Lohnpfändung, wenn er nur Schulden macht. Und was ist mit der Regierung? Die macht Schulden ohne Ende. Und das bei so einem Einkommen. Ich weiß ja nicht, ob das alles so richtig ist, ne? Weißt du das? Schnell einen Kommentar da lassen. Ah, jetzt fordert das Volk da nicht wieder auf zu arbeiten hier auf deinem Kanal. Wenn die einen Senf da lassen wollen, dann tun die das schon. Da musst du dir nicht immer dran erinnern, Leute. Ja, aber in einem muss ich dir recht geben. Einfach mal nachhören, wo unser Geld bleibt. Es kann doch nicht sein,
diese Steuerverschwendung. Guck jetzt mal, allein die Deutsche Bahn ist ja mal ein Privatunternehmen. Aber die Schienennetze zahlt der Steuerzahler dafür, dass er sich dann nachher für teuer Geld Tickets kaufen darf. Ja. Oder auch, glaubst du wirklich, die ganzen Stromversorger, die bauen die Netze auf eigene Kosten aus? Nee. Oder jetzt überall das Glasfasernetz. Meinst du, die... Ja, genau. Der Steuerzahler, der zahlt das. Dafür, dass du nachher wieder richtig kräftig zur Kasse gebeten wirst. Ich finde das herrlich. Aber es macht ja auch keiner Maul auf. Ja, warum denn auch? Bringt ja nichts. Also, immer schön ruhig bleiben. Weiter bezahlen. Wenn eine Steuererhöhung kommt, nicken, lieb sein, bezahlen. In dem Sinne, sauber bleiben.